Lubinus ist ein Eckpfeiler der medizinischen Versorgung in Kiel. Hier finden Sie Mediziner mit besonderer Expertise, zum Beispiel im Bereich Wirbelsäule, Hüfte oder Knie. Sie ist die orthopädische Klinik bei uns. Sie hat großes Ansehen in der Bevölkerung. Für das Land ist es schon etwas Bedeutendes, eine solche Klinik, eine solche Stiftung hier zu haben. Herr Lubinus ist ein Name in Kiel, ist ein Name in Schleswig-Holstein. Da ist also ganz viel, weswegen ich sage, tolles Jubiläum, was wir hier feiern. Ja, zunächst mal möchte ich Lubinus zu 120 Jahren herzlich gratulieren. Die enge Verbundenheit zwischen dem UKSH und Lubinus kommt ja schon dadurch zum Ausdruck, dass der jetzige UKSH-Vorstand in den Gründungsräumen der Lubinus-Klinik sitzt. Und diese enge Zusammenarbeit hat sich eigentlich über die 120 Jahre auch gut gehalten. Und auch heute noch haben wir einen regen medizinischen Austausch. Und auch viele ehemalige Mitarbeiter des UKSH arbeiten heute bei Lubinus. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass es auch in Zukunft so bleibt. Lubinus ist der große orthopädische Versorger bei uns. Groß anerkannt in der Bevölkerung, macht sozusagen ihn anerkannt auch bei der medizinischen Operationstechnik. Aber engagiert sich auch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Physiotherapie. Da war die erste Physiotherapieschule, die dort errichtet worden ist. Aber auch darüber hinaus wird geguckt, was ist an der Universität, was ist mit dem Studiengang. Großes Engagement, was mich nicht nur als Gesundheit, sondern auch als Wissenschaftsministerin freut. Im Sinne der Versorgung gibt es aber auch sozusagen Aktivitäten, die ungewöhnlich sind für eine Fachklinik, nämlich die Beteiligung an der Notfallversorgung. Als zertifiziertes Traumazentrum gibt es da die Möglichkeit und auch mit ganz großen Fallzahlen. Etwas, was wirklich auch die Klinik auszeichnet. Und mit der Umwandlung von einer inhabergeführten Klinik zu einer Stiftung hat man auch, glaube ich, den richtigen Schritt in die Zukunft gemacht, was beweist, dass da auch wirklich gut hingeguckt wird. Deswegen kann ich nur sagen, angesichts des Jubiläums nochmal herzlichen Glückwunsch und ich wünsche viel Glück auch in der Zukunft und möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür bedanken, dass sie natürlich für diesen großen Erfolg sicherlich auch viel getan haben. Ich gebe ja gerne zu, meine erste Begegnung mit Lubinus hatte nichts mit dem Krankenhaus zu tun. Als ich Student war, in den Ende der 60er Jahre, haben wir häufiger mal gefeiert. Und dann waren natürlich die Lubin, die medizinisch-technischen Assistentinnen, die hier ausgebildet wurden, waren natürlich sehr beliebte Gäste. Aber wenn man älter wird, dann kriegt man auch mal was mit den Knochen und mit den Gliedern. Und deswegen bin ich auch hier gewesen und habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Nein, für das Land ist es schon etwas Bedeutendes, eine solche Klinik, eine solche Stiftung hier zu haben. Eine Klinik, die sich spezialisiert, die von Sportlern sehr stark besucht wird. Und wir sind sehr froh in Schleswig-Holstein, dass wir diese Klinik hier haben. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und alles Gute für die nächsten Jahre. Was viele gar nicht wissen, Lubinus ist auch eine ganz wichtige Unfallambulanz mit über 3000 Menschen im Monat, die hier schnell und professionelle Hilfe bekommen.
Insgesamt ist Lubinus ein ganz starker Player in einer ganz starken Gesundheitsbranche in Kiel und etwas, auf das wir in Kiel stolz sein können. Ja, Lubinus ist ein Name in Kiel, ist ein Name in Schleswig-Holstein, steht dafür, dass ärztliche Versorgung auf diesem Fachgebiet ganz hervorragend wahrgenommen wird und ist wirklich ein Qualitätsmerkmal im medizinischen Bereich. Das macht das Jubiläum ja auch deutlich. Es ist ein großes Erfolgsgesamtpaket und da gehört natürlich auch dieser Bereich mit dazu. Von daher kann man sagen, es ist eben wirklich ein großes Paket, wo viele Dinge einfach besonders sind und alles stimmt. Und das wird hier begangen und das freut mich natürlich in meiner Funktion als Gesundheitsministerin besonders. Musik